Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir platt gemacht den, wer ist ja nochmal, Volvidon oder Volvidone. Gib mir eine Sekunde. Volvidon, okay. Den haben wir fertig gemacht und jetzt machen wir den Würstengourmet, den Wüstengourmet, ein Nibelsnarf, okay. Ich habe mich gut vorbereitet, hoffe ich. Ich habe auch gerade hier ein bisschen Fleisch gegrillt. Und ja, wir haben jetzt 6 gebratene Steaks. Kaltgetränke habe ich jetzt 3 mitgenommen, weil man bekommt eigentlich immer, wenn man in ein bestimmtes Gebiet geht, 2 Tränke dazu. Deswegen, ja, ich mir halt geschenkt. Ich nehme mal beide meine Kumpanen hier mit und guck mal, wie das funktionieren wird. Na gut. Mal gucken. Ja, musste ich doch in der Wüste. Ha, der Wüstengourmet, der wohnt in der Wüste. Und ich habe hier wieder ein paar Fallen zur Auswahl anscheinend. Ja, diesmal Vorarbeit, okay, her damit. Ja, her damit. Also wenn Vorarbeit sind, muss ich die sowieso wieder abgeben, also kann ich die gleich benutzen. Ich glaube, ich fliege so irgendwie in der Luft. So, hat. Warum habe ich die? Also, ich habe schon 2 Tränke verbraten. Mann. Alter. Ich dachte, ich habe die Ration hier genommen, Mann. Schon gefragt, warum ist das nicht höher gegangen? Aber wo kann das Viech sein? Weil ich hier in die Büste reingehe, muss natürlich wieder Dings nehmen, Kaltgetränk. Schon mal als erstes in der Wüste. War schon lange nicht mehr hier, fällt mir gerade ein. Kommt da irgendwie eine Katze hin, wenn ich den begegne? Also, wenn ich das richtige Gebiet begegne, ne? Ich denke mal nicht, das Viech ist in der Höhle irgendwo. Weil es halt ein bisschen größer ist, das Viech. Vielleicht hier. Ja, dann ab in die Wüste anscheinend. Oh, das wird heiß. Ich habe meine Bauchklamotten ausgerüstet, weil die sind die besten. Ja, hier war der Koropeko. Also hier auch nicht. Den Großhagi sind wir auch erstmal hier begegnet. Was ist das hier? Okay. Komisch. Egal. Gucken wir mal hier. Er hat auch wieder so Wüstendinger. Waren die schon immer da? Wahrscheinlich irgendwo darunter. Nee, glaube ich nicht. So, 2 Tränke haben wir schon verballert. Das ist nicht gut. Hier Viech, das im Sand umschwimmt, okay. Ja, sag ich doch. Ich irgendwie so soll einem bestimmt zu täuschen. Okay. Das Viech erinnert mich sehr stark an Shadow of the Colossus, obwohl ich das nie gespielt habe. Das Viech sieht so vom Design richtig so aus wie das. Oh mein Gott! Das Viech ist schnell. Oh, die Musik, geil. Da kann ich von dir den Schwanz abtrennen, das wäre geil. Okay, das Viech im Sand rumschwimmt, nehme ich mal an, wir können nur in 2 Gebieten gegen das Viech kämpfen. Das ist auch nicht schlecht. Aber oh, deine Nase fällt mir schon mal direkt auf. Oh Gott. Hast du einen Angriff für hinten? Ne. Weg, weg.
Wo ist er? Warte, ich habe ein paar Fallen. Wow. Was ist das? Okay. Er hat gebracht. Ich weiß es nicht. Wow, what the? Du, komm mal hier hin. Seid jetzt gegessen? Oh, geil. Greif mal hier an, ne? Hast ja nichts dagegen. Ja, ich bin noch länger in der Position. Was bringt das überhaupt? Alter! Was hat wie hier? Oh Gott. Kommt ihr mit Fernangriffen? Ich kann bestimmt dieses lilane Ding da kaputt machen von dir. Wird irgendwie schon drauf gedeutet in der Cutscene. Lenkt ihr noch mal kurz ab. Nichts dagegen habt. Ich bin jetzt schon wieder für eine Krankheit. Heil mich mal einer. Oh. Daran denkt, wie einfach der Kampf war gegen den Volvidon. Kann ich ein Zäpfchen kaputt machen? Ich dachte, ich habe eine Schallbombe ausgerüstet. Ich mal den herausfinden, ob der geschwächt ist oder nicht. So. Lenkt mal einer ab, ich verstecke mich hier drin. Unsichtbar. Das ist ein Schwanz, wie soll ich denn den mit schon abtrennen? Komm her! Ja. Oh mein Gott! Schnappt ihn euch! Menno! Wir sind aber nur zwei Wüstengebiete, er kann ja nur hier und da sein. Das ist ja gut. Sieht uns nicht in den ganzen, oh Gott, jetzt sind hier die Viecher. In irgendwelchen Gebieten irgendwie hinlocken. Aber wie jetzt, ist jetzt nicht unbedingt schwieriger, du machst jetzt einen, noch nicht, okay, ich dachte, du machst einen Sandangriff von hinten. Oh. Der ist jetzt nicht stärker, aber der ist ein bisschen nervig hier. Ich den mal treffen kann. Okay, komm wieder raus. Vor allem, ich hasse so Gegner, wo man irgendwie warten muss, bis sie mit ihren Angriffsserien fertig sind. Da jetzt schon wieder, Mann.
man jetzt echt immer warten muss. Ja, ich mache jetzt gerade einen Angriff. Jetzt musst du warten, bis ich damit fertig bin. Oh, danke. Ja, ich komme ja gar nicht dazu, ihn anzugreifen. Jetzt bleiben wir ein paar Sekunden oben. Alter! Ja, jetzt noch. Ah. Wieder ein Ding kann man bestimmt kaputt machen, ich weiß es. Du bist mal rausgekommen. Was bringen diese Schallbomben? Ich habe es bis jetzt noch nie Nutzen ausgefunden. Hallo. Hey, hey, hey. Wo geht denn jetzt hin? Nirgendwo, okay. Der ist irgendwie dauerhaft im Angriff, ne? Er macht irgendwie nie Pause. Soll ich ihn den mal angreifen? Oh ne. Los, komm. Mach irgendwas, wenn ich angreifen kann. Also mach nichts, damit ich angreifen kann, meine ich. Ah. Hab ich den irgendwie gegen eine Wand rennen lassen oder so? Versuche ich jetzt mal. Irgendwie bringt das nichts. Oh, danke. Oh. Ist aber nervig zu bekämpfen. Hallo? Was haben wir auch mit dem Kack? Sehr gut. Ich kann es ja echt selten angreifen. Der geht jetzt in das kleine Gebiet, echt? Sich jetzt ja nach gegen kämpfen, ist ja gar kein Platz, Mann. Vielleicht ist das ja auch nicht schlecht eigentlich. Pff, frisst er das Viech da auf oder auch nicht? Legt mal da, krümmt sich in Schmerz. Wow, der ist jetzt gruselig nach oben gekommen. Gesundheit. So. Wohin? Renn dagegen. Nein, der macht noch weiter, ja. Der prescht einfach durch. Ich immer hin und her rennen muss bei dem Pisser. Wie oft er noch macht, ey, Hilfe. Was von hinten an, oder? Okay, irgendwas ist mit diesen Dingern auf jeden Fall, ich weiß es. Oh Mann. Lass mich mal kurz jetzt chillen. Oh, Papa ist weg. Friss, ich mein fangen. Was? Was passiert?
Quatsch, dich hier hinten. Noch vorher gewusst, dass du so kaputt warst. Wäre ich so von vorne gekommen. Nicht so von vorne, weißt du. Nur so, ey. Ma. Ja, was hier für eine Ansammlung von Natur ist, ne? Die Insekten, die Renoplos, die beiden Schakalakas. Das Viech und ich. Oh, danke. Aha. Komm, da drückt er durch. Steht einfach durch das Viech durch. Oh nein, der macht weiter, ne? Ja. Jaha. Hier hat nicht ein bisschen Schaden machen wesens, wenn du gegen so ein Ding rennst. Oh danke, ich werde die ganze Zeit geil, sehr gut. Aber ich nehme mich auf jeden Fall offscreen mit. Oh, ich habe mich dann noch mal kurz manuell. Dann geht's weiter. Also das Gefühl, der ist noch nicht mal annähernd irgendwie geschwächt. Also. Alter, Alter, Alter! Bei verkackten Viecher an und rennen, das ist ein bisschen schlecht. Die Ausdauer ist immer im Eimer. Da kommt näher. Ja, doch nicht so nah. Da gib mir mal deine lila Dinger. Wie jetzt schon? Vorher hat vor lang gehalten. Ah, dann. Ich war ein Kayamba, so am Zittern. Die Schrift von dem war voll am Zittern die ganze Zeit. Wo ist denn er? Warte, die Dinger auch nicht so ab. Ja, ich wusste es. Also worauf ich tippen würde, was man hier abtrennen kann, ist der Schwanz, diese lilanen Dinger und vielleicht sogar die Nase irgendwie. Sieht auch so kaputtbar aus. Verführerisch. Aber den Schwanz komme ich irgendwie nie ran. Allgemein nie an irgendwas dran, habe ich so ein Gefühl. Aha. Gib mir deine Nase. Oh, Angriffsstärkung, geil. Ah. Komm her. Meine Angriffsstärkung, ich muss das ausnutzen. Ach man. Vielleicht muss ich auch diese Flügel oder was auch immer das ist angreifen, während die, weiß ich nicht. Oh mein Gott, wir haben ihn rausgehauen. Irgendwie. Für ein paar Sekunden. Okay. Ich muss wieder wetzen. Oh, der schätzt schon. Dieses Renoplos, wie ich. Voll verhasst ist er auf den losgegangen. Oh nein. Hart daneben. Schön. Sehr schön. Das hat mir gefallen. Darauf jetzt ein Steak. Ist lecker. Wo gehst du hin? Warte doch mal.
Zum Teufel da? Das ist doch kein Sand. Oder? Wo kämpft man außerhalb des Sandes gegen dich? Ey. Die hau ich jetzt voll auf die Nase. Du denkst nur, was zum Teufel? Schon wieder rausgehauen. Ah, Hilfe! Ich bin unter ihnen. Oh mein Gott. War ein paar gute Schläge, fand ich jetzt. Boah, sehr schön. Aha. Okay, das finde ich war nicht so schwer, fand ich jetzt. Liebe Snuffhaut. War irgendwie witzig zu bekämpfen, das Ding. Boah. Ich möchte mal gerne eine neue Waffe, ein neues Großschwert. Ich kann mir ehrlich gesagt schon ein stärkeres herstellen, aber das ist nicht, weiß nicht so scharf. Und, Entschuldigung, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, nervig. Weil ich weiß nicht. Oh Gott, kann die kriegen wir, die geben uns schön Geld. Weiß ich nicht. Ich glaube, Schärfe ist ein bisschen wichtiger, weil wenn die Waffe nicht scharf genug ist, dann kann man gar nicht durch die Rüstung durchdringen. Durch die Haut, meine ich. Ihr wisst schon. Und ja. Das war nur im gelben Bereich. Aber es hat irgendwie 720 Schaden gemacht. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Kombi. So, ich habe nichts abgetrennt, doch eine Sache, glaube ich, sonst wäre ja nicht eine. Sehr schön. Sand, nimm mal satt. So, ich nehme an, um die Hauptstory weiterzumachen, müssen wir jetzt erstmal die Maske da machen. Oh, da ist wieder was. Oh, du, hi. Taihen, wenn diese Augen nicht täuschen, hat die Situation von Dorf düstere Wendung genommen. An Zeiten mit Gefahr müssen jeder Länder zusammenhalten, wenn Preis stimmt. Handel und Liebe rettet Welt. Ich biete Objekte, die dir bei Kampf mit Meeresmonster helfen. Prüfe die Handelsware-Liste für Wiebernland. Vielleicht brauchen keine Hilfe, aber Vorsicht ist und Nachsicht besser als Zweite. Anchin. Der war Sevent rufen. Was darf's heute sein? Ich habe ehrlich gesagt noch eine Sache, und zwar einen Königin-Geist. Den habe ich von Ratian bekommen, den ich im Morgenwald erledigt habe. Davon habe ich mir auch mal irgendwann eine Dingens gemacht, eine Lampe, weil ich mir nichts anderes machen konnte. Also was haben wir denn hier alles? Ich tue eigentlich hier die Flotten immer aufballern, weil alles andere kann ich hier nicht gebrauchen. Schweinekappe, Schlafschaf. Verbessert eines der Jagdversuche Gewässer mit wertvollen Ausbeuten. Waffenkodex. Oh. Schmiede eine neue Waffe im Handwerksladen. Schwert und Schild aus fernem Landen. Eines fremdländischen Vivan, okay. Jägerbuch. Lehrt Chacha und Kayama sofort die Jägerfertigkeit. Sie lesen schnell. 7 Leben. Sammlerbuch. Letztes Gefechtbuch. Okay, was? Bum-Bum-Tanz? Gildi, rot. Okay, Einrichtung da. Achso, ja, brauche ich nicht. Vielleicht einen Waffenkodex. Warum denn nicht? Wahrscheinlich brauche ich voll die kranken Sachen dafür, aber was soll's. Und offscreen tue ich dann hier auch ein paar Sachen mal kaufen, weil, ja. Ich habe immer so ein Glück mit den Dingern, wann die auftauchen, verbessert eines der Jagdschiffe. Ja, aber, weiß ich nicht. Hol mir einen Waffenkodex. Ja, Handel abschließen. Und dann gucken wir mal, ob ich irgendwelche neuen Sachen hier kaufen kann. Ballisten, Munition, okay.
Weiß ich nicht, was ich hier noch holen soll. Ich glaube nichts, ne? Da seht ihr hier was Schönes. Keine Ahnung, lass mal erstmal. So, gucken wir mal, was ich hier erstellen kann. So, Schwert und Schild aus fernem Land. Chuck Chuck. Zum Teufel? Das soll ein Schwert sein? Das ist stark. Was? Das ist stark. Ja? Brauche ich dafür. Eine Waffe, die vom fremden Jäger benutzt wird, von seltsamer Form und Farbe. Schiefes Horn, nicht Kristall, ja toll, alles weiblich außer schiefes Horn. Okay. Na gut. Dann werde ich wahrscheinlich offscreen folgende Missionen machen. Und hoffe, dass die Story dazu nicht, dafür nicht weitergeht. Den Lagiakrus fangen, ja. Und nochmal den Durambos erledigen. Warum auch immer ich nochmal gegen den kämpfen muss. Na gut. Dann sage ich an der Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3. Tschüss.